Seid herzlich grüßt, meine lieben Brüder und Schwestern, zu der Lara Croft. Dachte ich schon, die ist da tätowiert. Nee, das ist Schmutz. Der andere, der Kollege, ist tätowiert, oder? Aber hier ist Schmutz auf der Linse. Und wir sind da rausgekommen. Und man hört schon die freundliche Musik. Wir sind jetzt hier in Kuwakyaku angelandet. Das da ist nix, da ist nix. Also, und hier haben wir schon fast alles gemacht. Also ein Relikt fehlt noch, drei Dokumente, ein Überlebensversteck, ist aber alles schon eingetragen. Und da Pfeil unten, das heißt, es ist ein bisschen unterhalb. Also das hole ich dann im nächsten Safe Game. Also ich kann jetzt hier im Moment leider noch nicht zurück. Das heißt, wir machen jetzt hier, du kannst auf meiner Homepage laraweb.de dann die Safe Games runterladen, die Spielstände. Und hier habe ich einen Spielstand jetzt, also Safe Game Nummer steht in meiner Lösung. Das ist Safe Game Nummer 5. Hier, wenn du Safe Game SG5 lädst, da ich lade das dann noch hoch, du, jetzt im Moment kannst du es noch nicht runterladen. Erst am Schluss lade ich das gebündelt hoch. SG5, dann bist du hier, wo ich jetzt gerade bin. Und wir können jetzt im Moment leider nicht zurück, sonst würde ich das Restliche hier noch holen. Das kann ich erst im nächsten Safe Game, wenn ich hier ein Lager habe, kann ich zurückreisen und hole das dann und speichere das dann im nächsten Safe Game. Ist es natürlich dann mit drin. Und hier machen wir jetzt erstmal weiter. Folgendes hier. Kuwakyaku ist an sich ein bisschen größeres Gebiet. Wir müssen zuerst mal hier durchs Dorf durch und jetzt rein theoretisch müssen wir eigentlich nur, du kannst auch nur durchgehen, die Hauptstory, bis in ein paar Stunden im Spiel fertig. Hier sind aber einige Nebenaufgaben, also erstmal drei Herausforderungen und eine Nebenmission, die machen wir jetzt. Und dann machen wir Pause und dann gehen wir hier in den Tempel rein, das ist dann die Hauptstory. Pfad der lebenden Tempel erreichen. Und wir machen erstmal hier die Nebensachen. Dann machen wir Pause und dann machen wir hier im Tempel weiter, gell? Und da ist in dem Safe Game ist dann auch schon das Zeug hier drin. Außer der Schatztruhe. Da müssen wir erst den Dietrich kaufen. Jetzt kommt nämlich eine neue Funktion Händler. Und wir werden es ja gleich sehen. Jetzt gehen wir erstmal rein und dann gucken wir mal. Also wir gehen einfach mal rein. So, jetzt kommt ein Video. Da unten sind Leute. Hoffentlich freundlich. Läuft. Du übernimmst das Reden. Ja, da ist die Kollegin schon her. Hallo. Tut an einem Bootsmotor basteln oder was macht die da? Wahnsinn schon her. Hi. Kollegin. Weißt du, wo wir in der Nähe die Nacht verbringen könnten? Wie seid ihr so tief in den Dschungel geraten? Habt ihr eure Reisegruppe verloren? Nein. Vor euch waren schon ein paar Leute hier, die haben nach Ruinen gesucht. Ja, gehört ihr zu denen? Trinity. Wo denn jetzt zwei Definitiv Meter tiefer? Nicht. Ich brauche eh eine Pause. Kommt mit. Die ist auch tätowiert, schau. Wahnsinn. Ist die neueste Mode jetzt, oder wie? Tut mir leid, dass ich so viele Fragen stelle, aber die einzige Unterkunft in dieser Gegend hier ist meine. Man kann nicht genug aufpassen. Noch übrigens, ich bin Jonah. Abby. Lara. Abby. Kommt rein, setzt euch. Oh. Carlos, drei. Tres, no tres. Schusswaffe. Also, was genau wollt ihr denn hier? Das ja, wissen wir selber nicht. Wir sind abgestürzt, als wir ein Rätsel lösen wollten. Mit dem Flugzeug? Ach. Nein, mit dem U-Boot. Die kann Fragen Und stellen. Und ihr habt das unverletzt überstanden? Naja, wir sind ziemlich tief geflogen. Die grinst schon jetzt hier, komm. Wir sind auf der Suche Hier erzählen nach Maya wir die Story vom Maya. Pferd. Ihr wisst schon, dass ihr in Peru seid. Ja. Ja, lange Geschichte. Ihr wisst schon, dass ihr in Grönland seid. Ja, hallo. Danke. Tja, du siehst nicht unbedingt wie ein typischer Archäologe aus. Oh, sie ist die Archäologin. Ich bin nur der Koch. Ach, echt? Ja. Hast du schon mal unsere Ceviche probiert? Ist hier eine Spezialität? Die Dialoge. Nein, wachsen im Dschungel. Bitte, komm. Hast du etwa unsere Hallo. Berühmten Fischbäume nicht gesehen? Fischstäbchen kenne ich. Naja. Ja, gut. Was hatten die da? Mikrofon? Was soll denn das sein? Wo habt ihr das her? Mexiko. Mhm. Wieso? Ich habe dieses Symbol schon mal gesehen. Wo?
Hier in der Nähe sind ein paar Ruinen und ein kleiner Felsbrocken dort trägt ein ähnliches Zeichen. Dürfte ich mir das vielleicht mal ansehen? Aber klar, doch ich sage euch, das ist nicht von den Maya. Mein Volk sind die Inka und darauf sind wir stolz. Wieso ruhst du dich nicht ein bisschen aus? Bist du sicher? Ich hab dir einen freien Tag versprochen. Ich wäre ja blöd, wenn ich das ablehne. Der hat auch so ein Ding. Das ist ein Kompass. Soll denn das sein? Kompass, schau her, was ist denn das? Oder Mikrofon für ihr Sprechgerät oder was nicht? Hat die da Einschusslöcher an der Jacke? Man kann jetzt hier mit allen quatschen. Und was wir aber brauchen, ist ein grüner, nicht gelb. Neu hier, gewöhn dich an eine Menge Nichtstun. Obwohl mit Trinken und Schwitzen kriegt man den Tag auch rum. Gut. Du bist nicht von hier? Nein, ich arbeite auf einem Schiff, das auf den Felsen gelaufen ist. Der Sturm kam aus dem Nichts und hat den Kahn versenkt. Gut. Freunde, man kann jetzt hier mit einigen quatschen. Wir brauchen aber einen grünen. Wie wär's mit einem Handel? Oh. Achso, jetzt wartet, das ist jetzt... hallo. Gehörst du zu dem Ausgrabungsteam? Aha. Nein, nur auf der Durchreise. Okay. Wenn du was brauchst, der Markt ist in der Ortsmitte. Damit du alles hast für die Weiterreise. Danke. Gern geschehen. Bitteschön. Das ist jetzt der Hinweis auf Händler. Siehst du, das ist jetzt das neueste Feature hier in dem Spiel. Händler, kann man Sachen kaufen und verkaufen. Das werden wir uns nachher gleich nochmal anschauen. Was wir jetzt machen müssen, ist, das habe ich nämlich übersehen, da hinten ist ein, man kann hier keine Waffe benutzen. Weil das sind freundliche Leute, da soll man nicht mit der Waffe rumgehen. Also können wir keine... Das erste Lager ist hier, da gehen wir jetzt mal hin. Da gehen wir jetzt rein. Gott sei Dank. Das Dorf wurde kaum vom Sturm getroffen. Das Epizentrum war näher am Flugzeug. Aber es hätte deutlich schlimmer kommen können. Was habe ich getan? So. Was, wenn das Erdbeben hier auftritt? Hunderte Menschen werden sterben. Ich muss einen Weg finden, das zu verhindern. Das haben Erdbeben so an sich... Wir haben jetzt hier die neue Fähigkeit, wieso haben wir denn die? Ist das jetzt die Story-Fähigkeit, oder? Herz. Ah nee, das war, oder war das in dem Bonusgrab? Aber das ist auch eine neue, warte. Was ist das? Bla, Schlamm catchen. Gut. Freunde, jetzt ist die schnelle Reise fertig. Jetzt können wir zurückreisen. Das machen wir jetzt mal noch nicht. Aber Achtung! Was ich übersehen habe, da hinten bei dem Boot ist noch ein Lager. Und da blinkt es auch schon, siehst du, da blinkt es. Und das habe ich bei meinem ersten Spieldurchgang nicht gefunden. Deswegen gehen wir jetzt da gleich hin und man kann auch schwimmen. Und auch Unterwasserzeug sammeln. Und hier sind nämlich auch unter den Hütten und so weiter. Jetzt gehen wir aber erstmal, weil ich sonst vergesse, da sind wir runtergekommen. Gehen wir erstmal zu dem Lager. Huch, habe ich jetzt falsch gemacht. Schneller schwimmen, so. Da hinten ist Ende. Da geht's nicht raus. Und man kann auch unter Wasser. Schau her. Oh, da ist ein Wandgebilde unter Wasser auch schon. Schau her. Wahnsinn. Jetzt habe ich es denn doch da. Schau her. Gut versteckt hier, hallo. Das brauchen wir, weil es ist wieder. Das ist die Dialektverbesserung der Krise. Also, aber bitte hier hingehen. Hier blinkt es auch schon, da, das habe ich nicht gefunden beim ersten Mal. Nur Lebensversteck. Und da ist ein Lager. Frag mich, warum da ein Lager ist. Frag mich nicht, warum da ein Lager ist. Keine Ahnung. Fähigkeiten, ja, wurscht jetzt. Und um die Ecke ist eine Forschertasche, die habe ich auch nicht gefunden und die soll man ja finden, weil die enthüllen ja die Fundorte auf der Karte. Also, siehste, jetzt haben wir wieder Geheimnisse entdeckt, schau her, siehste, oh, blinkt hier schon mal alles, hallo. Das habe ich nicht gefunden, genau, das war das eine, das war das letzte im ganzen Spiel hier, das da, was mir noch gefehlt hat, weil ich diese Drecks, die schöne Forschertasche nicht gefunden habe, Wahnsinn. Das sind die Schatztruhen, da brauchen wir erst noch die durch. So, Freunde, okay, wir haben das Lager, die Forschertasche. Und es ist auch Unterwasserzeug, hast du ja gerade gesehen. Und da ist auch eine Herausforderung. Unterwasserpflanzen sammeln. 5 Stück, jetzt warte. Kannst auch immer mal was anderes sammeln.
Und jetzt nehmen wir mal irgend so eine Pflanze. Warte, komm her. Da ist Ende, wie gesagt, da kommt man nicht raus. Das müsste jetzt die Herausforderung sein. Herausforderung, oder? Nee. Wo ist denn die? Unter Wasser, warte, Herausforderung. Bodenfresser, jetzt haben wir es. 5 Wasserpflanzen, also unter Wasser. Sollte nicht schwer sein. Also das ist jetzt keine Pflanze, aber das da. Das sollte jetzt kein Problem sein. Da oben ist ein Monolith. Achtung, sie kann jetzt noch nicht. Es gibt leider keine Luftanzeige, wie lange sie tauchen kann. Aber jetzt erstmal noch nicht so lang. Ah, das beschreibt etwas in der Nähe. Ja. Hole tief Luft und finde mich direkt unter der Nase eines anderen. Da habe ich 3 Jahre gesucht. Das ist das, jetzt weiß ich es aber. Das ist dieses neue Feature, dass Monolithen dann so einen Kreis machen und in dem Kreis ist ein Überlebensversteck. Und das ist jetzt aber nicht das, was schon angezeigt wird, sondern ich weiß es jetzt, soll ich es dir schnell zeigen, warte. Was so macht. Wo ist er denn? Hier, da blinkt ein Überlebensversteck. Schau her, die blinken auch immer. Also, nicht alle, oder? Aber da blinkt ein Überlebensversteck. Ich weiß jetzt nicht, ob alle blinken. Warte, da, und da ist die Schatz, da kommen wir jetzt noch nicht rein. Aber da oben, da kann man jetzt durchtauchen. Jetzt warte, oder? Ja, man kommt auch anders hin. Aber jetzt pflücken wir das Ding. Und hier kann man durch. Also es, man kommt jetzt auch anders da rein, aber hier ist so eine Ding, da kann man durchtauchen. Und jetzt mal so, jetzt hole ich mal Luft. Und hier sieht man, das ist der Kollege mit der Nase. Das ist der Nase. Da hat es schon geblinkt, siehst du. Also dieser. Jetzt sind wir hier. Man kommt hier auch von da oben rein. Also man kann auch einfach zu Fuß da reingehen, wo ich jetzt bin. Da ist noch ein Ding. Wo ist denn das Ding? Sollen wir es gleich nehmen? Wo ist er denn? Da ist er. Und aber dieser Monolith-Hinweis über Lebensversteck mit der Nase, das war diese Unterwasserstatue. Jetzt warte. Da vorne, oder? Nee. Jetzt weiß ich es nicht mehr. Da, oder? Da ist doch hier, das ist die Nase. Siehst du? Und da ist die Nase und das ist die Zinken und das ist das Monolith-Hinweis-Versteck. Ich habe 3 Jahre gesucht, Monolith-Schatz gefunden, siehst du? Jetzt gehen wir wieder raus. Jetzt werden wir noch eine Unterwasserpflanze finden. Warte. Dann hätten wir die Fähigkeit, Ding weg hier, komm. Was ist da? Da geht's wieder. Jetzt ist die Herausforderung abgeschlossen, schon ja, Bodenfresser. So. Jetzt haben wir mal ein paar Sachen wieder. Also Herausforderung. Monolithhinweis. Dann da ist. Da brauchen wir die Schrotflinte, um die Tür aufzuschießen. Dahinter ist eine Krypta. Also da brauchen wir erst die Schrotflinte. So, dann gehen wir weiter. Gehen wir mal weiter. So, wie gesagt, man kann da auch zu Fuß da hinten hin. Jetzt kommen die Ölfässer. Leuchtet das? Nee, doch, leuchtet. Hier kann sie jetzt wieder schießen, weil da sind keine Menschen. Jetzt machen wir mal das Ölfass. Spritzöl. Hier sind in der Gegend 5 Ölfässer. Hm, unmöglich. Ich kann nicht mehr tragen. Ah, da sind wir schon wieder voll hier. Und da sind auch noch oben hängen noch Totems. Das ist auch eine Herausforderung. So, zweite. Wo sind denn die Totems? Weiß keiner. Ich schalte immer den Überlebens. Dafür habe ich nicht genug Platz. Jetzt hat die nichts mehr gehabt.
So. Also, wir sind jetzt hier. Das heißt Herausforderung, das Ding ein bisschen wackelig. Ölfässer. Und also hier sind 5 Ölfässer. Und dann ist da noch eine Herausforderung. Nam Deus. 5 Dschungeltotems zerstören. Die sind auch hier. Hier in dem. Das ist nicht groß hier. Und hier sind die Ölfässer und die Dschungeltotems. Das haben wir doch schon, oder? Ja, wie läuft das noch? Untersuchen. Ach, muss ich das im Ding nochmal untersuchen, oder wie? Warum leuchtet denn das noch? Hä? Bin ich blöd? Bug, ein Bug-Spanny. Warum leuchtet denn das? Bin ich blöd? Na gut, jetzt mache ich nicht mehr. Ah, das sind die Dschungeltotems, oder? Genau, Nam Deus. Ich glaube, dass sogar 2 oder 3 mehr sind, als man braucht. Das sollte nicht schwer sein, das ist alles hier in dem Bereich hier. Gut, lassen wir das jetzt mal. Jetzt gehen wir mal zu dem Händler, dass ich dir das zeige. Und da oben ist noch was zu. Jetzt warte, da ist ein Fass, warte. Das ist noch ein Fass. Natürlich nicht ein bisschen weggehen. Da leuchtet immer noch da oben. Warum leuchtet denn das so? Ist nicht blöd. Ist doch weg. Muss man das im Ding anschauen. Oh, nee. Ist jetzt wurscht. Achso, da gehen wir wieder zurück. Nee, ich will da. Da ist ein Fass. Warte. So, das ist alles hier. Da muss hier bloß ein bisschen rumrennen. Nee, ich will aber in die andere Richtung, weil da hinten sind noch ein paar Sachen. Warte, ich schau mal kurz auf der Karte noch, auf meiner Karte. Genau. Jetzt warte, jetzt gehen wir mal, holen wir mal das hier, weil dann, da müssen wir auch noch mal hin. In die Gegend. So. Das sieht verwirrend und groß aus, es ist aber nicht groß und verwirrend. Ja, und hier ist jetzt die Stelle. Warte. Ah, das blinkt schon, siehst du? Das gibt ja Punkte und Zeug. Und da hinten ist jetzt auch noch. Da ist ein Dschungeltotem. Na komm, hey, hallo. Da ist noch eins, oder? 3 von 5. Da brauchen wir auch wieder eine Schrotflinte. Schrotflinte. Da ist, was ist da drin? Irgendwas. Und da hinten, da gehen wir mal hin, da ist ein Bonusgrab, oder? Und, aber auch eine Flasche. Unmöglich. Ich kann nicht mehr tragen. Es sieht groß aus, es ist nicht groß. Was war da? Dafür habe ich nicht genug Platz. Okay. Es sieht alles groß aus, ist aber nicht groß. Warte. Ah, da ist sie dann. Düster. Und hier ist jetzt ein Bonusgrab. Da fehlt uns aber auch wieder was, oder? Warte. Da ist ein Dschungel-Dings da. Jetzt haben wir das da. Und jetzt, da hinten ist das Bonus-Drop, oder? Da fehlt uns jetzt aber alles voll. Das Seil, ich kann nicht mehr tragen. Seilpfeil, oder? Warte. Fehlt der Ausrüstung, Seil, Aufstiegswerkzeug. Das kann man kaufen bei einem Händler. Aber hier noch nicht, witzigerweise. Und da wäre jetzt noch so ein Dschungel, aber wir haben schon alle 5. Und da ist eine Forschertasche, die ist aber gut. So. So, jetzt haben wir da erstmal alles weg. Da kommt man dann, jetzt zeigt es wieder an. Da kommt man dann wieder raus, oder, von dem Bonusgrab. Also,
Da geht's wieder raus. Und rein geht's aber hier. Und da fehlt uns aber noch der Steigklemmenantrieb, hat das früher geheißen, oder? So, jetzt haben wir die Ecke erst. Also merken, da ist das Bonusgrab mit Steigklemmenantrieb. Da ist noch eine Tür zu mit Rotflinte da irgendwo. Wie ist denn das da oben? Weiß keiner. Also wir haben die Gegend erstmal, warte, Ölfässer, wir brauchen noch ein Ölfass. Das liegt aber irgendwo hier, steht irgendwo in der Gegend rum. Es sieht groß aus, ist aber nicht groß. Kommen wir da rauf. Alles voll. Und hier ich ist, kann nicht mehr tragen. Ist auch die Stelle, wo ich schon mal ein Video gemacht habe. Also es ist wurscht, wo. Also hier habe ich, da kannst du die Vögel abschießen. Da ist ein Monolith. Der kann ich jetzt aber noch nicht lesen, oder? Ich verstehe es nicht. Genau, das ist fast wie kreolisch. Kreolisch. Da muss ich jetzt erst noch ein paar Dinger finden, diese Wandgemälde, dann kann ich das entziffern. Kaffeepause. Ist es wurscht wo, aber wenn du dich hier hinpflanzt, das ist jetzt original die Stelle, wo ich schon mal ein Video gemacht habe. Also ich habe mich hier hingepflanzt und da sind jetzt 5 Stellen, du siehst hier schon Vögel. Da hocken welche, da vorne, da hinten und da. Und wenn du einen Vogel abschießt, gibt es 20 Punkte und die kommen immer wieder. Und es ist die Region leergejagt, gibt es anscheinend nicht mehr. Und wenn du hier 5 Minuten Vögel abschießt, hast du einen ganzen Fähigkeitspunkt zusammen. Und dann kannst du eine Fähigkeit kaufen. Das war hier, das ist hier die. Ich mach's jetzt mal nicht, weil es dauert, 5 Minuten für. Aber trotzdem. Also du kannst hier abschießen und dann, weil nämlich auch gleich ein Lager in der Nähe. Monolith ist noch gesperrt. Jetzt gehen wir davor zu dem Lager und dem Händler. Ja, vielleicht finden wir das eine Ölfass noch. Da waren wir schon, oder? Waren wir da schon? Nee, da waren wir noch nicht. Das reicht aber immer noch nicht für den Monolithen, oder? So, jetzt gehen wir da vorne raus. Da ist auch ein Überlebensversteck. Jetzt kenne ich mich wieder. Da müssen wir rein in den Tempel, letztendlich vorne, da vorne, für die Hauptstory. Da ist ein Überlebensversteck irgendwo. Da. Das war das Letzte, was mir im ganzen Spiel noch gefehlt hat. So, und jetzt gehen wir mal. Du kannst jetzt noch ewig erkunden und hier geht's jetzt zum nächsten Lager. Ah, da ist ein Ölfass. Ja. 4 von 5, 1 fehlt noch, das steht irgendwo. Muss irgendwo rumstehen. Hier ist ein Lager. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Hier ist ein Lager. Ja, Karl Lagerfeld. Trinity ist angespannt. Wenn sie hier sind, dann sind sie vor uns. Das heißt aber, ich bin auf der richtigen Spur. Wenn Dominguez recht hat, muss ich vor ihm bei der Schatulle sein. Schatulle. Wir haben wieder einen Fähigkeitspunkt. 3! Holla. Ja, das überlege ich mir nachher noch, welches ich da nehme. Und jetzt, was so auch, hier geht es durch den Matsch durch. Ist da ein Ölfass? Nee. Das ist ein gelber. Na, mit dem kann man quatschen. Muss aber Jonah, nicht. Hier sind Inka-Ruinen. Aber ich glaube, das Fundament des Tempels ist älter. Genau. Ja, Abby hat sich erinnert, wo sie das Symbol sah. Es ist irgendwo im Tempel. Sehr gut. Sag ihr Danke von mir. Ich bin hier. Es ist genug Dank, wenn du nichts kaputt machst. Witzig, witzig. Ich bin gleich da, Lara. So, die Hauptstory, da müssen wir jetzt da reingehen. Also wir sind jetzt, wir haben da angefangen. Da war das erste Lager, da ist noch eins. Dann sind wir da hinten rum, haben da hinten ein bisschen gesucht, sind dann davor gegangen. Und die Hauptstory müssten wir jetzt da in den Tempel rein. Wir haben aber hier noch eine, wir könnten jetzt hier noch die Krypta machen. Und es ist hier noch eine Side-Mission, eine Nebenmission, die eine schicke Pistole erbringt. Das machen wir jetzt noch. Wir machen jetzt in dem Video noch die Nebenmission und die Krypta.
Und dann Ende, also du kannst jetzt ausschalten. Und dann gehen wir im nächsten Video in die Hauptmission weiter, also hier rein. So, und hier ist jetzt der erste Händler, da ist noch ein Ding. Also du kannst hier noch ewig Zeug sammeln in dem Dorf da, das ist sehr groß. Kannst hier noch ewig Zeug sammeln. Und hier um die Ecke ist der erste Händler, das ist jetzt neu, schau her, Händler. Jetzt pass auf, schau her, guckst du Y drücken. Hallo. Hallo. Lass mich raten, du sollst mich Lass für Omar aufmischen. Von mir kriegt der Mistkerl gar nichts. Wovon redest du denn da? Was ich... Tut mir leid. Das Messer, die Waffe... Ich dachte... Na, vergiss es. Suchst du was Spezielles oder siehst du dich nur um? Was hast du denn? Was ich habe? Das hier ist Kuwakyaku, eine der größten Ausgrabungsstätten in Südamerika. Naja, sie könnte es sein. Sie sollte es sein. Wenn die Plünderer nicht wären? Ganz genau. Omar und seinen Leuten geht's ums Geld, nicht um Geschichte. Ich verkaufe Objekte von kultureller Bedeutung. Vielleicht beschädigt, aber man kann sie restaurieren. Ich zeig dir, was ich habe. Gut, der quatscht nur am Anfang so viel. Jetzt Händler, jetzt pass auf, du kannst kaufen und verkaufen. Du kannst auch deine Sachen verkaufen, um Geld zu kriegen. Jetzt 35 von 35, das heißt, wir haben schon voll. Wenn du schon voll hast, Holz zum Beispiel, das findest du überall. Also immer sammeln, bis du Holz voll hast und dann verkaufen, falls du kein Geld mehr hast. Also wenn es grün ist, kannst du es auch verkaufen und wieder neu sammeln, damit du, wenn du zu wenig Kohle hast. Unten siehst du ja 5.006 Goldstücke und kaufen. Du kannst jetzt hier eine Waffe kaufen, würde ich nicht unbedingt empfehlen, weil die sind teuer und du hast ja schon, Pistole hast ja schon. Also, was man aber kaufen könnte, das wären Pistolen, naja, das brauchen wir auch nicht unbedingt. Schalldämpfer könnte man kaufen, Pistolen-Munitionsbeutel, der ist schon mal empfehlenswert. Dann Munition selber kannst du kaufen. Und du kannst jetzt hier noch diese Überreste-Outfits kaufen, die, naja, die sind auch wieder arg teuer und gewähren halt immer einen bestimmten Vorteil. Was ist das? 7 Meilen Gurt. Erhöht die Menge herstellbarer Gewehrmunitionsbeutel. Also du kannst auch das Zeug kaufen. Da bist du aber schon voll. Siehst du, 24 und 24. Die haben wir schon voll. Du kannst auch Bergungsgut kaufen, falls du es brauchst jetzt gerade oder so. Also was ich empfehlen würde, das sind natürlich die Munitionsbeutel. Da kannst du schon mal einen kaufen hier. Ausgezeichnete Wahl. Dann ist er weg. Die Waffen würde ich jetzt nicht kaufen. Schalldämpfer würde ich jetzt auch nicht unbedingt, Visier auch nicht, aber den Munitionsbeutel tätig kaufen. Viel Spaß. Und bei Verkaufen ist jetzt so, du hast hier Golderz und später gibt es auch noch Jadeerz. Das ist auch diese Erzader und das dient nur zum Verkaufen. Also du brauchst es nicht für Upgrades. Also du kannst ruhig alles von dem Zeug hier verkaufen. Weil das dient wirklich nur als Handel, also als damit ja, du so macht man Geschäfte. Kohle kriegst. Das kannst du ruhig alles, weil da bist du nämlich auch irgendwann voll. Und wenn du dann zu einer Erzader kommst und da bist schon voll, dann kannst du es nicht nehmen. Also ruhig alles verkaufen. Und Geld. Ja, so macht man Geschäfte. Unten steht da 3.906 Goldstücke, aber Goldstücke kannst, da wirst du nie voll. Also das kannst du unendlich haben. Verstehst du? Viel Spaß. Also lieber ruhig alles. Ja, so macht man Geschäfte. Das Golderz und Jadeerz ruhig verkaufen. Weil das dient nur zum Handeln. Habe ich das jetzt richtig ausgedrückt, gell? Ja. Also Waffen kannst du mal lassen. Visier, naja. Ich habe keine. Weiß auch gar nicht, wie das funktioniert. Keine Situation im ganzen Spiel entdeckt, wo ich unbedingt ein Pistolenvisier gebraucht hätte. Dann der Schalldämpfer ist auch. Naja, weiß ich nicht. Und dann diese Überreste-Outfits. Du kannst ja immer nur eins anziehen. Also du kannst leider nicht alle auf einmal anziehen. Also das kannst du eigentlich auch schenken, diese Überreste-Outfits. So. Gut, also die Munitionsbeutel kaufen und Golderz verkaufen. Jetzt haben wir natürlich keins mehr. Und wenn du voll hast, kannst du ruhig ein paar verkaufen. Weil du kannst ja dann auch nichts mehr sammeln und du läufst ständig irgendwo vorbei, wo du wieder was sammeln, dann ja, heißt es aber, so macht man Geschäfte. Ich kann nicht mehr tragen. Also wenn du voll bist, ausgezeichnete Wahl. Ruhig immer ein paar verkaufen. Viel Spaß. Weil die kriegst ewig, die kannst ewig sammeln, Wahl. Aber du bist immer voll. Bergungsgut, naja. Ja,
So das macht man braucht Geschäfte. Für Upgrades. Also jetzt lassen wir Pilze, da kannst du auch immer, wenn es voll ist, kannst du viel Spaß. Ja, ich rede heute wieder so viel. Ne? Gut, jetzt haben wir mal alles verkauft, alles gekauft und der Händler, es gibt dann später noch andere Händler, die haben wieder andere Sachen. Verstehst du? Also im Moment haben wir hier mal die wichtigen Sachen, also die Munitionsbeutel. Komm so. Mal wieder. So, jetzt sind wir hier fertig. Jetzt wollen wir noch die Nebenmission finden. Jetzt haben wir schon eine halbe Stunde gespielt, oder? Also irgendwo leuchtet hier einer grün. Also wir sind jetzt hier dieser Kreis, also hier vorne, wo jetzt mein Ding ist, Kreuz, da sind ewig viele Häuser und da kannst du überall reingehen. Und da ist, leuchtet schon, also siehst du, da kannst du ewig viel Zeug drin sammeln. Und irgendwo müsste jetzt einer grün sein, da vorne irgendwo. Irgendwo müsste jetzt so einer grün sein. Omar, Sie haben die ganze Nacht gearbeitet. Missionsgeber entdeckt, siehste? Und? Dafür werden Sie doch bezahlt, genau. Oder? Hau ab! Scheiße, nein. Verpiss dich und lass mich das Scheißspiel genau. sehen. Genau, was genau, ist genau. das? Eine Nebenmission. Missionsgeber entdeckt. Jetzt müsste einer grün leuchten, oder? Es wäre großartig, diese Liebe loszuwerden. Siehste? Also ich bin hier, hast gesehen, da vorne war der Händler und hier ist jetzt, da blinkt es jetzt auch schon, siehst du dieses komische Zeichen. Oben sieht man auch bei Kubakiaku die 35% abgeschlossen, links oben. 0 von 1, dieses komische Zeichen hier, das ist die eine Nebenmission. Das leiern wir jetzt mal an. Alles in Ordnung? Nein, alles ist schrecklich, wie immer. Diese Plünderer kommen her, lassen uns unsere eigenen Reliquien ausgraben, zahlen so gut wie nichts. Und hauen mit den Funden und dem Profit ab. Wir alle hier sind verzweifelt. Seit Porvenir weg ist, gibt es keine Arbeit mehr. Wir sind am Ende. Und der Sturm war vermutlich auch nicht hilfreich. Das Wenige, was wir hatten, ist weg oder unter Wasser. Ich weiß nicht mehr weiter. Ich habe einige Erfahrungen mit solchen Leuten. Vielleicht kann ich helfen. Ich weiß nicht, ob das was bringt. Wie war nochmal dein Name? Lara. Ich bin Victor. Wenn du mit Omar reden willst, dem Anführer der Peiniger, Diebe und Plünderer, er ist da drin. Danke. Sei vorsichtig, er mag's nicht, wenn man aufmuckt. So, Freunde, jetzt haben wir die Nebenmission Banditensorgen angeleiert. Jetzt gucke ich gerade kurz mal meine Lösung, habe ich das da so hingeschrieben, gell? Mission, einer von den Typen hier sollte grün leuchten, also wenn wir jetzt mit dem, das ist der, genau, jetzt leuchten die alle grün, muss halt, jetzt machen wir mal Pause und machen im nächsten Video weiter, gell, dann machen wir die Nebenmission und eine Krypta haben wir noch, gell, jetzt schalte ich mal aus und wieder ein, gell, also, dranbleiben, bitte, oder auch nicht, ist mir, was heißt, egal, also tschüss, bis gleich.